In meinem Buch geht es nicht darum, wie du gründest, sondern was passiert, wenn du gegründet hast und was während des Prozesses des Gründens passieren kann. Und mir ist es wichtig, diese Seite und diese Geschichten zu erzählen, die häufig eben nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und ich möchte dieses Wissen und diese Fehler, die wir gemacht haben, anderen zur Verfügung stellen, damit sie auf unseren Wissensstand aufbauen können, weil das bedeutet für mich wahre Innovation. Mir war es wichtig, auf die Schattenseite der Startup-Welt hinzuweisen, weil ich das nicht hatte. Ich hatte keine Warnung, ich hatte keine Gebrauchsanleitung und ich hätte sie gebraucht. Ich hätte jemanden gebraucht, der gesagt hat, lass dir Zeit, du hast Zeit. Und ich habe das Gefühl, ich habe viel zu schnell gemacht und möchte anderen davor bewahren, den gleichen Fehler zu machen. Der Preis, den du für eine frühe Gründung zahlst, ist sehr hoch. Wir müssen nicht gründen, um uns selber zu beweisen, dass wir wer sind und dass wir was sind. Wir dürfen auch ohne Startup dastehen. Deswegen fängt mein Buch auch vor allem mit dem Kapitel an, was ist dein Warum? Weil ich glaube, damit können wir schon ganz, ganz viel vermeiden, ganz viele Fehlgründungen vermeiden, die aus den falschen Motiven heraus entstehen. In vielen Startup-Büchern geht es darum, wie man ein Unternehmen gründet, wie man schnellstmöglich erfolgreich wird und die erste Million innerhalb eines Jahres erreicht. Für mich klingt das nach einem falschen Versprechen, in Anbetracht der Tatsache, dass 9 von 10 Startups scheitern. Was mir häufig im Kontext und in Gesprächen zu einer Startup-Gründung fehlt, ist die Frage nach dem Warum. Wenn ich gefragt werde, warum ich Fermento initiiert habe, ist die Antwort meistens recht kurz. Ich hatte eine Idee. Ich habe nicht für das Feeling oder den Lifestyle, um es im besten Gen-Z-Englisch bzw. Denglisch zu formulieren, gegründet, sondern weil ich ein Problem und eine Lösung in Form von Reverse Mentoring gesehen habe. Ich bin eine Frau, die jung gegründet hat. Es gab, als ich gegründet habe 2019, 15% weibliche Gründerinnen. 4 Jahre später sind wir gerade mal 5% mehr. Der Glaube an meine Idee von Fermento und der recht schnelle Erfolg, der eher unverhofft und überraschend kam, haben mich immer mehr in meinem Warum bestärkt. Und mit Erfolg meine ich nicht viel Presse oder eine Personal Brand, die auch folgten, sondern vor allem die E-Mails und Nachrichten von Frauen, deren Leben sich zum Besseren verändert haben. Mentees, die endlich den Mut gefasst haben, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder den Job zu kündigen, in dem sie unglücklich waren. Mentorinnen, die zusammen mit ihren Mentees gegründet, einen Podcast gestartet oder ein anderes Projekt umgesetzt haben. Insgesamt Frauen, die einen Zugang zu Wissen und einem Netzwerk erhielten, der ihnen vorher verwehrt blieb. Ich möchte, dass Menschen das Buch lesen und mit dem Gefühl rausgehen, ermutigt zu sein, aber gleichzeitig auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie ein Startup gründen möchten und gleichzeitig auch ein ehrliches und authentisches Bild zu bekommen, was die Startup-Welt ist.